Seit Juli müssen sich die Osterhofener Bürger nun mit Straßensperrungen und Umleitungen herumschlagen. Denn als das staatliche Bauamt Passau im Osterhofener Rathaus angekündigt hatte, die Ortsdurchfahrt zu sanieren, nutzte die Stadt ihre Chance. Neben einer neuen Asphaltdecke beschloss die Stadt außerdem, die angrenzenden Parkmöglichkeiten und den Fußgängerweg im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls auf Vordermann zu bringen. Insgesamt haben das staatliche Bauamt und die Stadt Osterhofen 1,9 Millionen Euro für die Strecke zwischen der Pfarrkirche Heiligkreuzauffindung und der Tankstelle Rainer bezahlt. Natürlich fällt eine große Last weg und alle sind sehr, sehr froh und glücklich, dass man die Durchfahrt wieder benutzen kann, weil sich ja der Umgehungsverkehr auf die kleineren Straßen verteilt hat, wo natürlich auch viele Anlieger Lärm, Staub, Dreck hinnehmen haben müssen. Ist nicht ganz angenehm, aber wie gesagt, wenn man es schöner haben möchte, muss man vorerst mit Einschränkungen leben. Ein weiterer Vorteil, die Vorstadt ist jetzt komplett barrierefrei. Außerdem bietet die neue Straße ein kleines Zuckerl. Wegen den guten Wetterbedingungen konnte noch in diesem Jahr der sogenannte Flüsterasphalt eingebaut werden. Der Asphalt, der ist etwas hohlraumreicher und damit werden die Abrollgeräusche der Reifen etwas dumpfer und ruhiger. Und durch das empfindet man das Geräusch, das hier auf der Fahrbahn entsteht, durch den Reifen, ist etwas dunkler und damit nicht so störend. Und nicht nur die Lärmkulisse wird künftig angenehmer. Auch alle Anwohner der Umleitungsstrecken können aufatmen. Denn mit dem Festakt am Freitag und der damit verbundenen Verkehrsfreigabe heißt es ab jetzt wieder Freifahrt in Osterhofen.